Ja, brisant, die erste im neuen Jahr. Das klingt doch gut. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wir hoffen, Sie sind gut rübergekommen in das neue Jahr. Über die Silvesternacht, die größeren Katastrophen, die es da so gab, werden wir auch gleich noch ein bisschen reden heute in der Sendung. Und über singende Weltmeister und das erste Glücksschwein in diesem Jahr und warum sich auch Helene Fischer freuen kann. So zusammen gibt es das heute nur in Brisant. Legen wir los. Erstmal wollen wir darüber reden, wie das passieren konnte, dass drei Menschen in der Silvesternacht durch Feuerwerkskörper ums Leben gekommen sind. Was sind das für Dinger, die einem Menschen quasi den Kopf wegschießen können? Wo kommen sie her? Was steckt da drin, dass sie so laut und gefährlich macht? Und was riskieren die Menschen, die solche Böller hochgehen lassen? Sie sind vor allem froh, dass Sie das neue Jahr erleben durften. Sie haben nämlich einmal Hölle und zurück hinter sich, fürchterliche Tage. Wir konnten heute sprechen mit Überlebenden des Fährunglücks der Norman Atlantic in der Adria. Heute wurde das Schiff in den Hafen von Brindisi geschleppt. Dort wird nun nach der Brandursache gesucht und nach womöglich noch weiteren Toten. Da könnten noch welche dazukommen. Bei uns erzählen also jetzt zwei Überlebende, die kommen aus München, die auf diesem Schiff waren. Und von Beginn an hatten sie kein gutes Gefühl. Auch in diesem Fall gibt es immer noch viele Fragen. Es ist immer noch nicht geklärt, was die AirAsia-Maschine zum Absturz gebracht hat. Öffentlichkeit. Das wird uns also sicherlich weiter im neuen Jahr noch beschäftigen. Ja, nun gucken wir erst einmal auf die Straße. Es ist auf der Straße nicht immer nur sicher. Warum werden Autofahrer zu Geisterfahrern? Warum gibt es deshalb immer wieder Tote auf den Straßen? Diese Fragen stellen sich jetzt nämlich aktuell mal wieder. Das sind dann immer wieder Einzelfälle, über die wir dann hier reden. Und doch fragt man sich, wo liegen die Gründe? Wie sind Geisterfahrer zu stoppen? In dem aktuellen Fall aus Niedersachsen wurde ein Mann zum Geisterfahrer, der vor der Polizei geflüchtet ist. Was beschäftigt uns noch zum Beginn dieses jungen Jahres? Es gab einen Hochhausbrand in Dresden. Man kann sich das vorstellen, wenn es in einem Hochhaus brennt, dann steht man gleich vor mehreren Problemen. Es sind viele Menschen, es sind weite Wege, es bricht schnell Panik aus. In diesem Fall musste das Wasser auch noch hoch bis in den 15. Stock gebracht werden. Es ist viel gut gegangen, aber ein Mensch hat die Feuernacht dennoch nicht überlebt. Endlich zurück nach Hause können. Das ist Ihr Wunsch an das neue Jahr. Es geht jetzt um die Menschen, die vor zwei Monaten schwer getroffen wurden. Das war bei der Gasexplosion in Ludwigshafen mit zwei Toten damals. Das waren ganz dramatische Bilder. Viele erinnern sich vielleicht. Die wurden damals die Schäden verglichen mit Zuständen wie in einem Kriegsgebiet. So schlimm hat es die Menschen dort getroffen. Eine Frau, die damals ihre Wohnung verloren hat, die erzählt uns jetzt, warum sie sich nach dem Unglück im Stich gelassen fühlt. Obwohl es eine große Spendenbereitschaft danach gab und auch versprochene Soforthilfen. Endlich zurück nach Hause können. Das ist Ihr Wunsch an das neue Jahr. Es geht jetzt um die Menschen, die vor zwei Monaten schwer getroffen wurden. Das war bei der Gasexplosion in Ludwigshafen mit zwei Toten damals. Das waren ganz dramatische Bilder. Viele erinnern sich vielleicht. Die wurden damals die Schäden verglichen mit Zuständen wie in einem Kriegsgebiet. So schlimm hat es die Menschen dort getroffen. Eine Frau, die damals ihre Wohnung verloren hat, die erzählt uns jetzt, warum sie sich nach dem Unglück im Stich gelassen fühlt. Obwohl es eine große Spendenbereitschaft danach gab und auch versprochene Soforthilfen. Er bekam heute gleich viele große Schlagzeilen. Uli Hoeneß, der ist nämlich zurück bei seinen Bayern. Das wird ihn sicherlich freuen im neuen Jahr. Und damit ist er auch nur noch nachts im Gefängnis. Was sonst noch passiert ist, sehen wir jetzt kurz und knapp Meldungen. Dann haben wir jetzt noch eine schöne Geschichte zum Start ins neue Jahr. Die könnte man überschreiben mit Alle lieben Romeo. Jetzt wollen Sie ihn sehen, da kommt er. Er hat einen Hängebauch und er hat, Entschuldigung, aber es wurde uns so gesagt, schweinischen Mundgeruch. Trotzdem mögen ihn alle. Es gab wahnsinnig viel Ärger um dieses Schwein, da Schweine laut Gesetz in New York in privaten Haushalten tatsächlich verboten sind. Und nun wohnt Romeo auch noch bei einem Polizisten. Der müsste es ja eigentlich besser wissen. Skandal. Aber inzwischen wurde Romeo so eine Art Bleiberecht für Schweine eingeräumt. Sowas gibt's wohl. Und damit ist er jetzt unser Glücksschwein dieses neuen jungen Jahres. Na, das muss ja Glück bringen fürs neue Jahr. So, was haben wir noch? Krimi, Tränen, große Gefühle. K.O.-Weltmeister Christoph Kramer erzählt uns jetzt, warum wir heute Abend unbedingt Fernsehen gucken. Er wird's auf jeden Fall tun.
Ja, das ist sie und das ist der Film dazu, die Mannschaft. Heute Abend kommt der Film nun endlich, der Weltmeisterfilm. Und wir haben dazu einen Weltmeister und großen Gewinner dieser WM getroffen. Auch wenn er sich, das ist sein Schicksal, ans Finale nicht mehr erinnern kann, erinnern wir natürlich noch. Er ging nämlich K.O. 43 Minuten hat er gespielt, Christoph Kramer. Trotzdem hat diese WM für ihn alles verändert. Und heute Abend ist er zu sehen in diesem Film, unter anderem mit einer legendären Gesangseinlage. Danach fragt man sich nicht mal, warum er besser Fußball spielt. Großer Spaß. Ja, bei mir hat es funktioniert. Wie hat Mehmet Scholl immer so schön gesagt? Gänsehautentzündung. Heute Abend kommt der Film, 20.15 Uhr. Wenn Sie mögen, ab 20 Uhr schon Social TV zum Film. Da können Sie mitreden, mitquatschen, unter anderem mit dem Moderator der WM, Matthias Oppenhövel, über diesen Film. Viel Spaß dabei. Für wen, darüber reden wir jetzt, geht das neue Jahr gut los. Wir machen jetzt nämlich Kassensturz. Welcher Prominente darf jubeln im neuen Jahr? Wer hat den besten Nebenverdienst und damit eine lukrative Zweitkarriere? Ja, früher, da musste man ja nur singen fürs Geld. Heute gibt es Promi-Düfte, Promi-Turnschuh, Promi-Tapeten. Nicht mal den Kaffee trinkt man heute ohne George Clooney. Und auch sie kann sich so richtig freuen darüber und ist mit dabei in dieser Riege. Atemlos werde ich reich und dafür braucht sie keinen Scheich. Jetzt kommen sie. Ja, abschließend können wir sagen, das Singen überlassen Christoph Kramer und ich dann doch besser Helene Fischer, die kann es. Wenn es auf der Habenseite so richtig stimmt, dann kann man natürlich auch riesengroße Urlaube machen. Und St. Moritz behauptet, den Wintersporturlaub an sich quasi erfunden zu haben. Und gerade wird das sehr groß gefeiert. Und als Beweis dafür, dass es dort eben so wunderschön ist, werden immer sehr gern prominente Gäste erwähnt. Und da waren schon viele, Brigitte Bardot, Robbie Williams, Boris Becker, waren alle schon da. Nicht unbedingt, weil sie so begeistert und großartig Skifahren, sondern weil man sich dort eben mal zeigt. Angefangen hat die Idee mit dem Wintersport in St. Moritz übrigens durch eine Wette. Schöne Geschichte, das war noch vor Boris Becker Zeiten. So, das war's jetzt mal mit den prominenten Besserverdienern, denn Berühmtsein schützt ja nicht immer vor finanziellen Fehlern. Und dann kann es durchaus auch mal ernst werden. Das erlebt nämlich Martin Semmelrogge gerade. Und man sollte im neuen Jahr nicht unbedingt mit den guten alten Traditionen brechen. Dazu gehört auch unser gemütliches Sofa und der Tatort aus Wien. Warum wir Harald Krasnitzer und Adele Neuhauser so sehr mögen, das ist eigentlich ganz klar. Die beiden sind sehr sympathisch, haben Humor und mögen sich auch abseits der Kameras. Und wir finden, das merkt man. Und sie zeigen uns, dass Wien auch eine wunderbar dunkle Seite haben kann. Wo haben wir uns deshalb mit den beiden zum Interview getroffen? Auf dem Zentralfriedhof. Also so richtig schön gruselig und sehr lustig war es, allein wenn man sich mit diesen beiden hier verabreden will. Ziemlich mörderisch. Nichts für schwache Nerven, unser Ende heute der Sendung. Wir sagen Tschüss für heute. Morgen gibt es kein Brisant, erst Montag wieder. Dann begleitet sie Camilla Senio durch diese Woche. Viel Spaß, ein schönes Wochenende, schönen Abend. Tschüss.